Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Sabrina bzw. Cookie. Und ich glaube, die hat schon mal einen Zoo eingesendet. Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass wir relativ viele Mädels haben, die ihr Zoos einsenden? Finde ich voll krass. Weil normalerweise habe ich eigentlich mehr männliche Zuschauer, aber irgendwie, was Zoos einsenden angeht, sind ganz schön viele Mädels mit am Start. Aber freue ich mich natürlich drüber. Es scheint sehr kreativ zu sein. Ich lese mal jetzt eben die E-Mail vor von Sabrina, denn sie schreibt uns auch einen schönen Text. Schönen guten Tag, Dandy. Aufgrund des Resets mag ich dir meinen zweiten Zoo zusenden. Meinen ersten Zoo, den du schon besichtigt hast, Cookie Zoo, konnte ich irgendwann aufgrund des verbuggten Spielstands nicht mehr weiterbauen. Oh, das kenne ich. Das hatte ich damals auch in der Beta, war das, glaube ich. Da war das noch viel schlimmer mit den verbuggten Spielständen. Ich erinnere mich aber sogar an deinen Cookie Zoo. Der war, glaube ich, ziemlich cool, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, dafür habe ich einen zweiten Zoo angefangen, der in eine komplett neue Richtung geht und keine Themenbereiche hat. Ich will dir nun gar nicht zu viel verraten, außer dass noch einiges geplant ist und hier und da natürlich noch Detailarbeit geleistet werden muss. Ich darf den Zoo hochladen, schreibt sie, und ich wünsche dir viel Spaß in meinem Zoo de la Fieras. Zoo de la Fieras. Das klingt Spanisch. Ja, das klingt so ein bisschen spanisch, muss ich sagen. Aber werden wir hoffentlich gleich erfahren. Gruß, Sabrina Cookie. Vielen, vielen Dank, Sabrina, fürs Einsenden. Ich bin sehr gespannt und wir besichtigen jetzt deinen zweiten Zoo. Und schon sind wir da in Sabrinas Zoo. Ich habe übrigens die Gästeanzahl nochmal runtergestellt auf 1000, weil die war vorher auf 3000 und da war hier alles voll. Und bei so vielen Gästen habe ich immer Angst, dass die mir ein bisschen die Sicht versperren. Deswegen habe ich das ein bisschen runtergemacht. Ist, denke ich mal, nicht allzu schlimm. Dandy, viel Spaß in meinem Zoo. Dankeschön. Gehen wir mal rein. Sehr gespannt. Oh, okay. Wir kommen hier direkt auf einem großen Platz raus. Zoo de la Fieras. Willkommen. Das ist doch Spanisch, oder? Ist das Spanisch? Ich weiß es nicht. Spanisch habe ich nie gelernt. Hola. Hola, señorita. Spanisch kann ich leider nicht ganz so viel. Quetas heißt, wie geht's, oder? Ich glaube schon. Sieht auch sehr spanisch aus von dem Gebäudestil, muss ich sagen. Also ich glaube, wir sind mit Spanisch schon in der richtigen Richtung. Finde ich cool, dass du hier so bunte Gebäude gebaut hast. Mit diesen süßen kleinen Mini-Balkonen, die Fenster und dann diese ganzen Efeu-Bepflanzungen. Ach cool, bisschen Musik, plätscherndes Wasser. Was will man mehr an einem Zooeingang? Ein paar Bänke. Ach cool. Ist aber alles sehr eckig, glaube ich, ne? Ja, aber sieht eigentlich ganz cool aus. Bin ja nicht so der Fan von eckig, aber hier finde ich das nicht mal so störend. Passt irgendwie eigentlich ganz gut, weil du die Häuser so aneinandergereiht hast. Ich glaube so, ich weiß gar nicht, wie es in Spanien, ich war auch noch nie in Spanien, wenn ich ehrlich bin. Stell es mir aber so ein bisschen so vor. Aber könnte auch Venedig sein, so Haus an Haus. War ich zwar auch noch nie, aber so stelle ich mir das halt alles vor, von Bildern und so. Sieht aber cool aus. Ich finde es auch cool, dass du hier den Weg komplett geändert hast, so. Hast du halt hier so ein bisschen selber gebaut. Sieht sehr schön aus. Toller kleiner Plaza. Auch hier schöne Pflanzen gewählt, schöne Bäume. Cool. Dann gibt es hier natürlich Essen, Trinken. Hier ist es auch beleuchtet. Vielleicht müssen wir nachher mal bei Nacht gucken. Kameras sind auch am Start. Ach, hier sind auch Toiletten. Ah, die Toiletten hast du auch ein bisschen versteckt. Das finde ich cool. Hast du gut gemacht. Dass man die nicht so sieht. Ach, schön. Ein Missigut. Oh, einen Donut hätte ich jetzt gern. Bin auch gerade erst aufgestanden. Mein Kaffee ist auch schon fast alle. Ich glaube, ich muss mir gleich neuen holen. Vielleicht gibt es hier ja auch Kaffee. Das wäre perfekt. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, cool. Wie geht's denn hier hin? Ah, nochmal Toiletten. Okay, die Gäste haben hier auf jeden Fall in deinem Eingangsbereich mehr als genug, um sich zu versorgen. Das sieht cool aus. Das Gebäude hast du auch so zweifarbig gemacht. Finde ich cool, die Idee. Farben sind aber random, oder? Ja, ich glaube schon. Nicht, dass sie irgendwie eine Fahne ergeben oder so und ich dann doch beim falschen Land bin. Ich glaube, das ist aber Spanisch. Oh, du hast ausgeschildert. Das ist sehr gut. Geparden, Zwergflusspferde, afrikanische Wildhunde. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal geradeaus, oder? Sieht so einladend aus. Ah, okay. Dein Zoo ist, glaube ich, auf viele Menschenmassen ausgelegt. Du hast sehr breite Wege. Deswegen hast du wahrscheinlich auch 3000 an. Finde ich aber jetzt nicht schlimm, dass es nicht ganz so viele sind. Nehmen wir halt ein bisschen mehr. Sieht dann vielleicht so ein bisschen leer und sowas aus, aber ja, das macht ja nichts. Du hast auf jeden Fall einen sehr eckigen Baustil verwendet, so wie es aussieht. Ich sehe noch nichts, was abgerundet ist. Das finde ich cool hier mit den Wegen, dass du das immer so, ja, so verschiedene Wege und Plätze gemacht hast. Hier können die Leute auch nochmal sitzen. Hier kann man schon die Wildhunde beobachten.
Cool. Oh. Da jumpt er. Er hat sogar geschafft, da ranzukommen. Nicht schlecht. Du hast ja auch so ein eigenes Geländer gebaut. Das finde ich auch cool. Sieht toll aus. Hier haben wir dann nochmal so einen kleinen Platz. Nochmal ein schönes Schildchen. Budadesa. Jetzt gibt's Essen. Oh, auch eine süße Höhle hier hinten. Ist aber alles sehr eckig, ne? Ich glaube, das Gehege ist auch eckig. Aber so die Gestaltung gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Schön mit Felsen, dann mit diesen ganzen Bepflanzungen. Du hast auch so leichte Höhenunterschiede immer drin. Das sieht man hier hinten ganz gut. Hier so kleine Hugel. Es ist zwar ein flaches Gehege, aber dadurch, dass du diese Hugel hast, wirkt es halt relativ natürlich noch. Hier hinten sieht man auch ganz gut diese kleinen Hugel. Das hast du sehr gut gemacht. Gefällt mir. Ist halt so ein kleines, ja, Wüsten. Oh Gott. Sehr gut. Mit Essen spielt man nicht, meine kleinen Hündchen. Ne? Oh, die sind so niedlich. Kann mir echt nicht erklären, warum die so unbeliebt sind. Niedliche kleinen Hunde. Hier ist auch nochmal eine süße Höhle. Oh. Finde ich cool. Sehr cool. Tolles kleines Gehege. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Wildhunde haben wir gesehen. Wo waren die Schilder? Hier. So, Leute, gehen wir mal zu den G-Parts. Zu den, wie hießen sie nochmal auf Englisch? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ah, ich bin so vergesslich. Oh, ich weiß es gerade nicht. Du hast hier aber wirklich große Wegflächen gemacht. Also dein Zoo ist wirklich auf viele Besucher ausgelegt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Man kann, glaube ich, einmal hier komplett rumlaufen um das Gehege. Ja, genau. Kannst du von jedem Blickwinkel auf das Gehege schauen. Hast das hier auch komplett durchgezogen mit dem selbstgebauten Geländer. Und auch hier hast du schön beleuchtet. Also ich glaube, dein Zoo lohnt sich auch bei Nacht mal zu beobachten. Hier sind nochmal so ein paar schöne Häuser in diesem spanischen Stil. Tüpfelhyäne, okay. Oh Leute, ich verlaufe mich jetzt schon wieder. RIP. Okay, wir gehen jetzt erstmal nach links gleich. Kommt. Erstmal nach links. Also hier kann man auf jeden Fall einmal komplett rumlaufen. Du hast leider auch keinen Rundgang für uns ausgeschildert. Das ist ja immer eine große Hilfe für mich. Muss ich sagen. Aber wir gehen jetzt Richtung Geparden. Okay. Hier geht es über einen natürlichen Weg. Hier sieht das tatsächlich noch ein bisschen kahl aus, muss ich sagen. Ich mag das immer gerne, wenn man Baumstämme mit so ein paar Büschen ja noch einbaut. Bin ich großer Fan von. Weiß nicht warum, ob das in echt auch so ist. Oh. Und ich nicht. Geparden. Ah, hier geht's runter. Hier ist auch schöne Felsarbeit gemacht. Das sieht toll aus. Hier geht's nach unten. Ist jetzt auch nicht zu steil, der Weg. Das geht noch. War so ein bisschen huggelig, aber das macht ja nichts. Ist halt ein natürlicher Weg. Der muss ja nicht perfekt gerade sein. Oh, hier ist sogar noch eine Toilette eingebaut. Falls nochmal jemand auf Klo muss. Da sind die Geparden. Cheetah, genau, so heißen die, ne? Cheetah. Ich glaube schon. Aber die werden, glaube ich, anders geschrieben im Englischen als hier. Jeta. Ich glaube mit CH. Bin mir aber nicht sicher. Aber auch hier hast du eckig gebaut. Du hast wohl diesen eckigen Stil durchgezogen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Hast aber auch wieder ein cooles eigenes Geländer gebaut. Sowas mag ich ja gerne, wenn man das macht. Ist aber auch immer viel Arbeit, wenn man dann immer alles mit so einem Gelände abdecken muss. Ich meine, wenn man eckig baut, geht das noch. Aber wenn man dann rund baut, wird das echt anstrengend. Und das ist aber ein großes Gehege. Kann man jetzt sich nicht beklagen. Und das auch komplett drumherum. Das schön mit Felsen abgedeckt. Also eine schöne natürliche Barriere. Dadurch sieht das Gehege sehr natürlich aus. Ah, da hinten ist auch einer. Macht gerade sein Geschäft. Das Gehege an sich... Oh, wie schnell der ist. Guck mal. Er sprintet richtig. Das Gehege an sich gefällt mir auch sehr gut. Tolle Aufteilung. Ist auch ein sehr flaches, aber ich glaube, flache Gehege mögen die Geparden auch gerne. Weil die halt sehr schnell unterwegs sind. Das ist nicht sogar das schnellste Landraubtier, was es gibt? Ich glaube schon. Auf jeden Fall coole, coole Tiere. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht in echt gesehen. Sehr schade. Ja, finde ich aber cool. Hier hast du auch wieder leichte Höhenunterschiede drin. Ich mag das auch, wie du den Untergrund hier gemacht hast. Diesen Übergang zwischen diesem leichten Gras und diesem ja, Sand. Das hast du sehr schön gemacht. Das gefällt mir. Ja, hier ist nochmal eine schöne Brücke. Dann nochmal ein schöner Wasserfall. Auch sehr cool. Sieht auch sehr natürlich aus vom Plätschern. Also hast du, glaube ich, sehr gut gelöst. Man sieht keine Düsen.
Sieht jetzt nicht übertrieben aus, aber plätschert auch nicht zu wenig. Na, hier unten fehlt vielleicht noch so ein bisschen dieses, dass das aufkommt, das Wasser. Ich glaube, das ist nur dahinter. Müsste hier vorne eigentlich, glaube ich, auch noch ein bisschen plätschern, wenn es ganz realistisch wäre. Aber sieht jetzt nicht schlecht aus. Würde ich jetzt nicht als Negativpunkt sehen. Cool. Tolles Gehege. Und da hinten hast du auch wieder so einen eigenen Unterschlupf gebaut. Fast wie so ein kleines Zelt. Hast dich ganz schön ausgetobt. Cool. Gefällt mir. Tolles Gehege. Sehr solide. Find's auch cool, dass du hier oben wieder diese ganzen Gebäude und sowas hast. So als Hintergrunddeko. Ich könnte mir vorstellen, dass das Mitarbeitereinrichtungen vielleicht sind oder so. Ja, könnte gut sein. Finde ich aber cool, dass du das gemacht hast. So, weiter geht's. Jetzt geht's nämlich zu dem großen Panda. Oh, hier kann man auch nochmal runtergucken. Cool. Da sieht man dann die Leute, wie sie hier stehen und gucken. Was macht der denn da hinten? Könnt ihr das erkennen? Oha, okay. So, wo geht's denn jetzt lang? Was machen wir jetzt? Da geht's zum großen Panda. Wir gehen mal hier rein. Das ist, glaube ich, das, was ich gerade von unten meinte. Ich glaube, es sind doch keine Mitarbeitereinrichtungen. Ach, cool. Man kann hier reingehen. Hier sind nochmal Toiletten. Und dann ist man in so einem kleinen Innenhof zwischen diesen Häusern. Und da hat man dann eine, ja, hier so eine, wie nennt man das denn? Eine Sleeping Viewing Area. Da, wo die schlafen halt, die Tierchen. Untergrund kann ich auch nicht sagen, weil hier ist Himmel über uns. Aber das ist cool. Coole Idee, dass du es hier so eingebaut hast. Leider schlafen die hier gerade nicht, die Pandas. Okay, gehen wir mal weiter. Vielleicht kriegen wir die dann auch zu Gesicht. Hier ist nämlich eine eigene Brücke. Hier ist du leider... Ist doch, das ist auch ein... Ist das ein selbstgebautes Gelände? Ich glaube nicht, ne? Nee, das ist kein selbstgebautes. Hab ich aber, glaube ich, so noch nie gesehen. Aber bei so Brücken, das finde ich immer super anstrengend, wenn man so abgerundete Brücken baut, wie du es hier gemacht hast, dann das Geländer zu machen. Das kann ich voll verstehen, dass man das nicht macht. Also, es ist halt anstrengend. Ist halt viel Arbeit, ne? Kommt dann immer darauf an, wie viel Zeit man hat, ob man das machen möchte oder nicht. Auch der hier sieht der Untergrund wieder sehr cool aus. Oh, wie süß. Kleine süße Pandas. Aber hier hast du auch ein sehr flaches Gehege. Also in den Gehegen hast du jetzt nicht so viele Höhenunterschiede leider drin. Ich glaube, bei den Pandas hättest du dich sogar ein bisschen austoben können. Dass du es bei den Geparden so flach machst, da kann ich es nur verstehen. Aber hier hättest du, glaube ich, auch ein bisschen mal vielleicht einen Berg oder so machen können, wo die hochklettern können und sowas. Das wäre, glaube ich, sehr interessant. Die Brücke hier sieht sehr cool aus. Das ist cool mit diesen Seilen hier. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist aber eine coole Brücke. Ist auch eine coole Idee, dass die Brücke unter unserer Brücke durchgeht. Dass die Brücke hier sogar... Mega schön ausgeschmückt von unten, sehe ich gerade. Wow, das sieht cool aus. Müssen wir uns nachher mal angucken. Die Brücke hat, glaube ich, auch voll den coolen Verlauf. So, die geht so um die Ecke. Das sieht man leider von hier oben nicht. Ah, okay. Hier hat man dann nochmal eine Aussichtsplattform. Hier kann man dann Selfies machen. So wie die beiden hier. Ja, die genießen, glaube ich, einfach die Sonne. Oh, das ist auch sehr schön. Hier hinten sehr grün. Ich glaube allgemein bei den Pandas hättest du dich sogar ein bisschen noch austoben können, was Bewaldung, Bepflanzung angeht und sowas. Und ich glaube, du hättest das hier alles ein bisschen grüner und freundlicher noch machen können. Das hat auch so ein bisschen ausgetrocknet alles. Gehen wir mal hier lang. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Hier geht es um die Ecke einmal. Das finde ich aber eine coole Idee, dass du hier so eine Brücke unter unserer Brücke baust. Das sieht cool aus. Sie benutzen die trotzdem nicht, die planschen lieber. Wahrscheinlich, weil es so warm ist. Sehr cool. Ich glaube, hier hättest du sogar noch eine Stütze machen müssen, damit es realistisch ist. Hier ist ein sehr langes Stück ohne Stützpfeiler. Ja, ich glaube, ich wäre hier sogar noch ein bisschen mutiger gewesen, was Höhenunterschiede angeht. Was machst du denn da? Oh mein Gott, was ist mit dir passiert? Du wurdest ja richtig zerkratzt. Oh nein. Armer kleiner Panda. Ja, aber trotzdem, schönes Gehege. Kann man nicht anders sagen. Du hast auch hier diese Barriere komplett selber gebaut. Oh mein Gott. Okay, hier hast du dir echt Mühe gemacht und das ist auch abgerundet sogar. Cool. Okay. Deswegen habe ich das auch gerade gar nicht als Negativpunkt gesehen, weil eigentlich ist es auch nur eine nicht natürliche Barriere. Aber dadurch, dass das eine selbstgebaute ist, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Weil diese selbstgebauten Barrieren, die finde ich alle nicht so schön. Aber das finde ich eigentlich ganz cool hier. Ich glaube, ich hätte hier sogar noch ab und zu einfach mal so einen Stützpfeiler gemacht. So einen Holzbalken oder so.
So zwischendrin, weil dann wäre das noch ein bisschen spannender gewesen mit der Barriere. Ich glaube, das wäre eine coole Idee gewesen. So. Okay. Ich glaube, wir können zurückgehen. Diesen Bereich haben wir abgegrast. Geparden. Jetzt geht's zur Tüpfelhyäne, glaube ich. Ach nee, geht's gar nicht. Es geht jetzt erstmal zu dem Panzernashorn. Ah, hier geht's auch nochmal runter. Ach, hier sind die Hyänen. Okay, gucken wir gleich uns an. Leute, wir gehen jetzt erstmal zum Panzernashorn. Hier können wir nochmal die Geparden sehen von oben. Die Leute freuen sich. Oh, hier kann man auch runtergucken. Hier ist so ein Fluss. Und was ist das denn hier? Sieht ja interessant aus. Ach, ich glaube, hier ist Underwater Viewing, kann das sein? Und hier ist sowas wie ein Geländer für die Tiere. Cool. Hier sind auf jeden Fall Kaffernbüffel. Die scheinen auch schon viele Kämpfe hinter sich zu haben. Oh, wie süß. Kleines Kalb. Ein Kalb. So. Ist aber auch alles mehr so Richtung Afrika, habe ich das Gefühl, oder? So vom Baustil her. Ich meine, der Panda ist jetzt nicht unbedingt Afrika, aber... Wobei Spanien, ich weiß jetzt gar nicht, da ist ja auch relativ warm, ne? Das kommt, glaube ich, schon ganz gut hin. Was haben wir hier? Das war Kaffernbüffel hier, ne? Genau. Oh, hier hast du auch wieder was selber gebaut. Cool. Aber ich glaube, hier hätte es auch wieder cool getan. Hättest du noch so ein paar, ja, Akzente hier reingebaut. Auch wieder so einen andersfarbigen Balken oder sowas. Oder hier oben nochmal was Spannendes drauf. Weil das ist halt einfach nur so ein Holzviereck. Ne? Also ich glaube, hier hättest du es noch ein bisschen spannender gestalten können. Vielleicht hier das Geländer oder so oben noch ein bisschen abändern. Aber es sieht schon ganz cool aus. Ist mal was anderes, als immer diese Standardsachen vom Blende zu. Finde ich dadurch auch echt nicht so störend. Das ist halt auch sowas wie eine Barriere. Auch wenn es hier eher so eine Aussichtsplattform ist. Du hast hier aber auch noch viel geplant gehabt, glaube ich. Bist noch nicht fertig geworden. Oh, habt ihr es gesehen? Der kann richtig springen. Der Schlingel. So, und hier müssen wir jetzt die Panzernashörner haben. Ich höre schon eine Glocke im Hintergrund. Genau, Panzernashörner. Oh, ich habe noch die Mods installiert. Das habe ich gar nicht dran gedacht. Es könnte halt sein, dass gleich ein Tier einfach mal anders aussieht. Also dann nicht wundern, Leute. Die habe ich gar nicht mehr weggemacht, die Mods. Sie haben auch gerade kein Tier. Wo sind sie? Ich höre nur die Glocke. Sind die etwa ausgebüxt? Kann sein, ne? Hier kann man nochmal perfekt die Geparden sehen. Also das mit dem Gepardengehege hast du sehr gut gemacht, dass man die wirklich von überall beobachten kann. Hier ist auch nochmal eine schöne Höhle. Kommt man hier nochmal runter zu den Nashörnern? Ich glaube schon. Gehen wir mal runter. Hier geht's lang. Vielleicht sieht man da ein bisschen mehr. Ah, perfekt. Hier haben wir nämlich auch schon Underwater Viewing. Die planschen ja auch ganz gerne mal. Ja, das finde ich cool. Du hast ja dann auch noch so schön Seerosen gemacht. Hier hättest du sogar vielleicht noch ein bisschen Unterwasserfelsen und so machen können. Allgemein so ein bisschen gestalten. Ist immer ganz schön, wenn man Underwater Viewing hat, wenn man das dann auch noch ein bisschen spannender da gestaltet von der Landschaft her. Wo sind die denn, die Nashörner? Das gibt's ja gar nicht. Ich bin nicht da. Bitte ramm mich nicht weg. Wow, steht's einfach so neben mir. Wo auch immer es ausgebüxt ist. Ja gut, ne? Liebes Panzernashorn, du bist ja brav, ne? Oh, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich kann fliegen! Woo! Okay, dann gucken wir mal von hier oben, die Aussicht genießen. Hier ist auch nochmal so eine Aussichtsplattform. Ist leider auch wieder viereckig. Finde ich immer nicht ganz so schön, muss ich sagen. Also so abgerundet wäre, glaube ich, ein bisschen spannender. Aber ist auch nicht negativ. Ist halt ein Baustil, den man machen kann. Ist halt nur nicht so meins. So. Hier geht es dann auch nochmal. Ah, hier schlafen sogar noch welche. Ein Baby ist das sogar hier, glaube ich. Oh, wie niedlich. Das hat noch nicht mal hier vorne ein Horn. Ich liebe Nashörner. Nashörner sind tolle Tiere. Aber ich glaube, die haben auch große Probleme, was Wilderer angeht und so. Einfach wegen dem Horn vorne, gehe ich von aus. Ja, hier, da haben wir eine Mod. Das ist nämlich jetzt das männliche Panzernashorn. Ist noch die weiße Einhorn-Mod. Einhorn vor allem. Die weiße Nashorn-Mod installiert. Die habe ich euch auch schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Habe ich leider vergessen rauszumachen. Oh! Wie der Surf wieder läuft. Das ist ja cool. Hier bist du übrigens auch ein bisschen mutiger geworden, was Höhenunterschiede angeht.
Das ist ganz cool. Ja, finde ich gut. Du hättest zwar allgemein noch mehr, also du hättest, glaube ich, auch mal ruhig so ein paar unterschiedliche Etagen in Gehegen machen können. Ich hoffe, du weißt, was ich meine damit. Dass man zum Beispiel... Ich glaube, ich brauche das nicht erklären. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Einfach, dass man wirklich irgendwo hochlaufen kann und dann ist man auf einer anderen Ebene. Das meine ich damit. Okay, das scheint hier noch relativ unfertig zu sein. Ja. Oh Gott. Wo gehe ich denn jetzt hier hin? Wie geht's euch denn allen so, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Habt ihr alle frei? Seid ihr alle in Quarantäne? Oder wie sieht's aus bei euch? Ah, jetzt sind wir hier, okay. Hier können wir nochmal die Kaffernbüffel beobachten. Bei mir hat sich eigentlich nicht viel geändert. Durch Corona. War ich vorher nicht so der Mensch, der viel aus dem Haus gegangen ist. Nur zum Einkaufen, Arbeiten und so weiter. Und das findet eigentlich alles noch statt. Wie gehabt. Deswegen, ja. Hat sich da nicht so viel für mich geändert. Hey, geht's auch noch lang? Aber da stand Fortsetzung folgt, ne? Ja, wir gehen mal nicht da lang. Wenn du das schon ausschilderst. Aber eigentlich interessiert mich das. Komm, Leute. Ja, hier ist eine coole Höhle geplant oder so. Oh, okay. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Du darfst den Zoo gerne wieder einsenden, wenn du weitergebaut hast. So, Lampe wieder aus. Dann haben wir uns schon mal so ein bisschen gespoilert. So, nehmen wir nochmal diese schönen Schilder. Die kommen ja aus dem Workshop, habe ich schon öfter gesehen. Finde ich eine coole Idee. Oh, Warzenschweine haben wir ja auch. Die habe ich gar nicht gesehen. Umba, wo bist du? Geh mal rein. Hello? Ach, da. Nee, das ist ein Kaub. Da ist Pumba. Hi. Hast du dich versteckt, du kleiner Stinker? Okay, der scheint keine Lust auf mich zu haben. Guck mal, das Kalb, von der Größe her kommt das fast hin. Warzenschwein war bestimmt als Kalb getarnt. Okay. Ja, sehr schön. Kann man die hier auch nochmal beim Schwimmen beobachten. Hier ist auch nochmal Underwater Viewing. Auch hier natürlich kannst du das noch ein bisschen gestalten. Hast das schon sehr gut gemacht, dass du hier so Höhenunterschiede drin hast. Das finde ich cool. Besser als wenn das so glatt ist. Aber hier schwimmt leider auch gerade kein Tier. Oh. Schade, schade. Oh, hier haben wir wieder spanische Gebäude. Ah, du hast hier die Mitarbeitergebäude auch sogar so eingebaut. Und selbst hier hast du dekoriert. Finde ich cool. Auch wenn hier viele Sachen noch teilweise ein bisschen kahl aussehen. Aber bist du wahrscheinlich einfach noch nicht zugekommen. Oh, das sieht ja cool aus hier mit diesem Bogen. Das ist eine coole Idee. Hier so Glas und hier gibt es dann... Was gibt es hier? Ganges Gaviale zu sehen. Die verstecken sich leider auch gerade. Ah, da sieht man die. Babys. Und da hinten schwimmt auch einer. Cool. Haut ab. Haut ab. Ihr nervt. So. Oh, sehr schön. Schöne Felsarbeit hier. Sehr schöner Wasserfall da hinten. Das ist mal mehr so in einem anderen Look. Sieht so ein bisschen eher tropisch aus. Finde ich aber cool hier mit den Ranken und so darüber. Sieht schön aus. Cool. Auch ein sehr kleiner Wasserfall, aber trotzdem schön. Fortsetzung folgt, sehe ich da hinten. Hier schwimmen die alle. Hier ist ja auch wieder deine eigene Barriere so gebaut. Ey, nicht mich beißen. Ihr kleinen süßen Crocodiles. Hier gehen wir mal da draußen wieder weiter. Hier schon Elephants schreien. Oh! Oha! Das war irgendwo da hinten, ne? Nicht Panzernashorn. Tüpfelhyäne? Ne, da wollen wir es auch nicht hin. Oh, jetzt muss ich nochmal zurücklaufen, Leute. Es tut mir leid. Ich muss dieses Tier befreien. Da, Warzenschwein. Perfekt. Na, ist so richtig. Lebner. Ja, super. Okay. Tier gerettet, Leute. Jetzt können wir uns wieder besser fühlen. So, seht ihr? Da wird schon weggebracht. Perfekt. Nein! Was machst du? Oh, dann können wir dir auch nicht helfen. Tut mir leid, Kleiner. Die Mitarbeiterin möchte dir nicht helfen. Tut mir im Herzen weh. Ja, können wir jetzt auch nicht ändern. Okay, hier kann man nochmal hochgehen. Kann man dann nochmal... Ja, auch wieder eine Aussichtsplattform, aber auch wieder eckig, leider. Hier kann man auf jeden Fall nochmal schön
die Ganges Gaviale von oben beobachten. Sehr cool. Auch hier wieder ein relativ flaches Gehege. Hier nochmal dieser schöne... Oh, das ist cool. Hier schlafen die. Die Crocodiles. Oder Alligatoren. Ich weiß den Unterschied ehrlich gesagt nicht. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was der Unterschied zwischen Alligatoren und Krokodilen ist. Ja, hier ist also auch nochmal so ein schöner Bogen. Das finde ich sehr schön. Und dann hier mit diesen Klippen eingebaut. Das sieht auch cool hier aus. Mit dieser Säule, diese Stütze. Coole Idee. Hinten geht es auch nochmal lang. Aber hier ist nichts für unsere Augen, ne? Nee, Fortsetzung folgt. Das ist auf jeden Fall noch viel geplant, so wie es aussieht. Frage ist nur, ob dein Zoo irgendwann nicht zu groß wird, wenn du hier weiterbaust. Okay, das sieht hier aus wie Venedig mit dem Wasser. Cool. Wäre doch auch mal eine coole Zoo-Idee, oder? So im Venedig-Stil mit ganz viel Wasser und Häusern direkt am Wasser und dann so Bootstouren und so. Ich glaube, das wäre mega cool. So, gehen wir mal hoch zu den Tüpfelhyänen. Oh, ich will nicht hier lang. Tut mir leid, war es ein Schwein. Das ist nicht meine Schuld. So, jetzt sind wir nämlich wieder hier oben. Das Wegenetz ist sogar noch einigermaßen verständlich. Für mich ist jetzt nicht so verwirrend. So, hier kann man nämlich dann... Wo sind denn die Tüpfelhyänen? Ach, die sind schon hier. Ach, stimmt. Hier unten kann man nämlich auch nochmal runter. Kann man dann auch wunderbar beobachten. Auch coole Tiere. Halt auch so ein Afrika-Gehege. Ich glaube, es würde auch cool aussehen, wenn man hier mal so ein richtiges verrottetes, altes Felsgehege machen würde. So ein bisschen wie, glaube ich, zumindest in Erinnerung, wie bei König der Löwen. Was ist denn das hier schon wieder? Die ganzen Tiere machen Geräusche in ihren Boxen. War das nicht der Elefantenfriedhof oder was das da war? Bei König der Löwen, wo die Hyänen immer rumgenüdelt sind? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall so ein bisschen düsterer. Das stelle ich mir ganz cool vor bei Hyänen. Wenn man so ein Gehege bauen würde. Aber so ein Afrika-Gehege natürlich auch. Das ist halt so realistischer wahrscheinlich. Aber das Gehege ist auch sehr solide. Finde ich schön. Leichte Höhenunterschiede. Ist halt wieder so eine flache Ebene, wie in Afrika halt auch häufig zu sehen ist. Ne? Ist halt sehr trocken da alles. Dann diese schönen Afrika-Bäume. Finde ich cool. So, immer hier weg, Schweinchen. Okay, weiter geht's. Zum nächsten. Wo geht's denn jetzt lang, Leute? Hier kann man auf jeden Fall Elefanten sehen. Oh, hier fehlt, glaube ich, noch ein bisschen Geländer. Ist ein bisschen gefährlich, wenn man mal guckt, hier mit den Gästen. Nicht, dass die hier ins Elefantengehege fallen. Elefanten können nämlich auch sehr gefährlich sein. Das sind afrikanische Elefanten. Oh, da hinten sind auch welche in Boxen. Heute ist wieder Tierretter Dandy unterwegs. Oh Gott. Okay. Was auch immer hier abgeht. Ich glaube, wir haben Tiere gerettet. Ja, hier ist nochmal so ein schönes Gehege für die Elefanten. Auch cool. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir am besten lang gehen. Hier hinten waren... Ah ne, hier hinten geht es auch nochmal lang, ne? Warte mal. Okay, jetzt verwirrt mich das Wegenetz gerade ein bisschen, muss ich sagen. Okay. Hier waren wir gerade... Hier geht es auch nochmal lang. Ganges Gavial. Ne, hier waren wir auch lang gegangen, ne? Ja. Okay, jetzt gehen wir hier lang. Hier kann man dann, glaube ich, nochmal die Elefanten beim Schwimmen sehen. Leider ist gerade keiner im Wasser. Also Underwater-Sachen mag ich ja richtig gerne, ne? Am coolsten finde ich immer diese Tunnel. Wie im Sea Life. Die richtig unter Wasser sind. Sind immer so ein paar Shops und Läden. Auch alle in diesem gleichen Gebäudestil. Finde ich cool. Hier sind Hippos. Aber das Gehege sieht noch sehr unfertig leider aus. Halt ein riesiges Gewässer und alles sehr ungestaltet. Ah, hier vorne ist schon ein bisschen mehr gestaltet. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Hippos irgendwo hier unter Wasser sind. Deswegen sehen wir die wahrscheinlich nicht. Oh, hier ist nochmal... Ist das ein Elefantenhaus hier, wo die reingehen können? Ich glaube schon. Bongo-Rundgang, Graffen. Boah, ich verlaufe mich, Leute, ich sag's euch. Wird gerade immer verwirrender. Hier ist auch wieder sehr schön alles selber abgesteckt mit so einem Geländer. Das finde ich cool. Wo sind denn jetzt die Hippos? Ihre verstecken sich. Auch sehr schön. Hier geht's dann in eine Höhle rein. Okay. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Worku. Welche waren denn das nochmal? Das Bongos? Ja, tatsächlich. Bongos.
Wunderschöne Tiere. Finde ich cool. Die kann man dann beim Schlafen hier beobachten. Hast du dann auch nochmal so ein bisschen Dschungeloptik gemacht mit Ranken und so. Da oben kann man auch nochmal rauf. Und ich glaube, das ist wirklich ein Elefantenhaus. Sieht voll interessant aus. Weil das eine Dach da schwebt. Dieses kleine. Ich glaube, das irgendwie. Das muss da, glaube ich, wieder draufgesetzt werden. Wahrscheinlich hast du da drin gebaut und hast deswegen das Dach angehoben oder so. Oh, cool. Ganz tolle Tiere. Auch sehr schön hier alles gemacht. Die Höhle sehr schön eingebaut hier. Gefällt mir. Das ist eine tolle Optik, wenn man von hier schaut. Da ist ein kleines Bongo-Baby. Oh. Zebras. Oh, das wird größer, als ich gedacht habe hier. Oh mein Gott. Okay, haben wir die Zebras. Oh, da habe ich auch noch eine Mod installiert. Oh nein. Okay. Seid mir bitte nicht böse, wenn das jetzt gerade teilweise nicht die Originaltiere sind. Ich habe noch die Mods installiert. Aber das macht ja nichts. Giraffen sind auch sehr tolle Tiere. So eine Giraffe hat schon mal seinen Kopf, seine Schnute und seine Zunge in mein Auto gestreckt. Im Serengeti Park. Und hier haben wir das Przewalski-Pferd. Doch keine Zebras. Ist auch eine Mod, aber eine sehr schöne Mod. Kann ich euch nur empfehlen. Findet ihr auf meinem Kanal das Video, wo ich euch die vorstelle. Ja, hier kann man die auch nochmal sehen. Auch ein cooles Gehege. Ist aber auch so relativ flach und steppenmäßig. Aber ich finde es wieder schön, wie du hier diese Barriere gebaut hast. Die sieht echt cool aus. Schön dekoriert. Schön mit diesen abgedunkelten Scheiben. Das ist cool. So selbst gebaut. Das sieht echt nice aus. Und dann hier auch schön diese Schilder eingebaut. Wunderbar. Ich glaube, du hattest auch noch geplant, hier weitere Tiere reinzupacken, so wie es aussieht. Oh, strenge Lehrerin ist da. Jetzt gibt es gleich Ärger. Die schreibt bestimmt das alles auf mit den Boxen. Gut, dass ich gerade ein paar Tiere befreit habe. Oh, ich glaube, hier fehlt aber eine Stütze. Ich glaube, hier hättest du vielleicht nochmal so eine Stütze einbauen müssen. Aber ansonsten eine coole Idee, hier nochmal so einen plätschernden Wasserfall zu bauen. Allgemein ganz schön gestaltet hier aus. Oh, da sind auch Tierchen. Ich glaube, das sind Hippos. Kann das sein? Ich sehe nur einen Arsch. Ja, ist ein Hippos. Oh, wie süß. Cool, dass man die hier nochmal so zu Gesicht bekommt. Ach, hier kann man auch nochmal durchgucken. Auch sehr schön mit diesen Bögen. Und hier sind jetzt die Hippos zu sehen. Oh, das ist auch ein Hippo-Haus. Flusspferd. Oh, süß. Cool. Dass die da so rein können. Oh, das sieht auch cool aus hier. Schöne Felsarbeit, eine schöne Brücke. Oh, und auch eine sehr interessante Säule für die Brücke. Cool. Oh, das ist cool. Sehr coole Idee. Oh, nochmal ein schöner Dom hier. Sieht auch interessant aus. Fällt mir. Oh. Kann man da rein? Ah, nee, okay. Man kann nur von oben gucken. Hast du aber schön gemacht. Hier hinten kann man dann auch nochmal über eine Brücke gehen, so wie es aussieht. Oh, die Brücke hast du auch komplett selbst gebaut. Auch mit Geländer und alles. Das finde ich cool. Das ist mega. Hier ist auch abgerundet und sowas. Also ich finde es auf jeden Fall um einiges schöner, wenn das so abgerundet ist, als wenn alles eckig ist. Das gefällt mir echt gut. Tolles Gehege auch hier mit dem Flusspferdhaus. Hier kann man dann nochmal was essen gehen, so wie es aussieht. Genau. Hier gibt es dann nochmal Futter. Und trinken. Boah, ich muss mir eigentlich mal einen neuen Kaffee holen, aber ein bisschen habe ich noch. Ah, sorry für die kurze Pause. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt hier auch noch Flusspferde schwimmen. Also diese Zwergflusspferde oder so. Ich glaube nicht. Ist hier alles, glaube ich, noch sehr unfertig. Aber du hast hier auf jeden Fall was sehr Großes geplant. Das sieht man schon. Also wenn du mal weiter baust und es nicht so schlecht wird von den FPS, kannst du es gerne nochmal einschicken. Aber ich habe es euch ja schon öfter gesagt, plant am besten nicht zu groß. Baut lieber kleine Zoos und dafür mehrere. Macht halt mehr Sinn. Weil dann kann man die Zoos wenigstens noch vernünftig spielen. Das Haus will ich mir auch nochmal angucken hier. Das ist das Giraffen- und Zebra- bzw. Pferdehaus. Ach, hier war ich ja gerade schon. Ich will da eigentlich hoch. Wo komme ich denn da hoch? Ah, hier rechts, ne? Ja, hier bin ich nicht abgebogen. Kann man nämlich auch nochmal in das Haus rein. Das ist cool vom Dach her, so schräg hoch. Fällt mir. Da kann man nochmal von hier gucken. Auf das gesamte Gehege. Im Hintergrund sieht man die Affenbrotbäume. Ah, und dann kann man hier oben auch nochmal hoch. Und dann sieht man die Giraffen beim Schlafen. Das finde ich ja auch so cool, wie die schlafen, ne? Sehr anmutig. Tolle Tiere.
Das sieht auch echt cool hier aus mit diesen Holzstützen. Das gefällt mir. Falls du es selbst gebaut haben solltest, sehr cooles Haus. Auch hier, dass du abgestützt hast und so, finde ich sehr gut. Macht das Ganze realistischer. Hier ist auch noch Essen, Trinken und alles. Die Grafen können sich sogar vor dem Blick nochmal zurückziehen oder sowas, glaube ich. Kam mir von zumindest so vor, als wenn die da noch untergehen kann. Ach nee, die hat einfach nur ihren Kopf in das Holz gesteckt. Na, cooles Haus. So, wo geht's jetzt lang? Ich glaube, wir haben trotzdem noch was zu erkunden. Stand, glaube ich, gerade noch was von Bonobos oder so. Oder Affeninsel oder sowas. Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Ich finde es gut, dass du alles ausgeschildert hast, aber es ist trotzdem ein bisschen verwirrend gerade. Affeninsel. Okay, was hatten wir hier noch? Ach, hier waren die Bongos. Okay. Oh, nochmal schöne Deko-Elemente. Cool. So, Ausgang wollen wir nicht. Wir wollen zur Affeninsel. Nein, Fortsetzung folgt. Ich glaube, Affeninsel ist nicht, Leute. Shit. Okay, das ist hier das Elefanten. Was, da will ich auch nochmal reingehen. Das sind, glaube ich, die Unterschlüpfe von den Elefanten. Genau, hier können die rein. Sehr schönes Haus, definitiv. Okay, das eine Dach hier ist wirklich ein bisschen verrutscht sogar. Aber finde ich coole Idee, dass du hier so Elefantenhäuser hast, wo die reingehen können. Die sehen auch schön aus. So, mit der Affeninsel weiß ich jetzt nicht, ob wir die noch zu Gesicht bekommen. Ich komme ja nicht mehr runter. Hier geht's lang. Hier waren wir auch gerade. Ich glaube, wir gucken mal von oben, Leute. So. Wieder Protest, Leute. So, de la Fieras. Hola. Ah, schön. Hier waren die Wildhunde. Das war ein schöner Platz hier, ne? Schöner Plaza. Cool aus. So, ich guck mal hier rechts, ob wir hier was verpasst haben. Oh, tatsächlich, haben wir noch was verpasst? Oh, Leute, was habe ich falsch gemacht? Wir sind hier falsch abgebogen. Nee, hä? Ach nee, wir müssen, glaube ich, nochmal von hier aus rumgehen. Machen wir mal eben. Ja, das Problem ist halt, dass auch noch so viele unfertige Sachen da waren und dadurch hat man sich, glaube ich, noch leichter verlaufen. So, wir gehen jetzt nochmal hier vom Eingangsbereich aus rechts rum. Hier geht es nämlich auch nochmal lang. Das finde ich cool mit dem Glas, dass du das so abgerundet hast. Hier gibt es Flamingos. Auch tolle Tiere. Vielleicht hättest du hier ein bisschen das hohe Gras weglassen sollen. Das beeinträchtigt gerade irgendwie so ein bisschen die Sicht, muss ich sagen. Hier vorne ist das ja okay, aber ich glaube, hier hinten hättest du es weglassen können. Und links sehen wir... Ach, hier sind die Zwergflusspferde. Guck mal. Süßes Gehege. Toll gestaltet. Auch mit diesen schönen Häusern im Hintergrund wieder. Und mit diesen Protestleuten, die im Hintergrund brüllen. Tolle Atmosphäre. Ach Mensch, diese Protestleute, dass die immer so Ärger machen müssen. Oh, schön. Da hinten können die auch nochmal ins Haus gehen, die Flamingos, so wie es aussieht. Konnte man die beobachten? Das ist doch hier ein Haus aus dem Eingangsbereich, frage ich mich gerade, ob man die beobachten konnte vom Eingang aus. Hast du auf jeden Fall hier auch sehr schön mit den Felsen abgesteckt. Hier ist auch Fortsetzung folgt. Also du hast, glaube ich, noch viel zu viel geplant. Ich glaube, dein Zoo wird viel zu groß. Da musst du echt aufpassen. Ach nee, okay. Aber das ist doch hier eins von den Eingangshäusern, oder? Nee, nicht ganz, okay. Habe ich mich versehen. So stylisch, wie die schlafen. Mega cool. Hast aber auch schön gestaltet hier, das Gehege. So, da waren die Flusspferde, genau. Lalala. Hier geht's auch nochmal durch. Was haben die Protestleute denn? Meine Güte. Immer was zu meckern. Oh. Könnte hier ranliegen. Hin. Ja, die Tiere scheinen hier ausgebüxt zu sein. Ich glaube, deine Gehege sind nicht so ganz so sicher. Das Nashorn ist ausgebüxt, das Warzenschweinbaby und auch hier ein Elefant. Ich kann die leider jetzt nicht alle retten, die Tierchen. Auch wenn ich es gerne wollte. Ich weiß ja gerade nicht, welches Gehege das ist, aber ich glaube, das hatten wir auch schon gesehen. Zeigen sich leider auch gerade keine Tiere. Aber hier fehlen mir so ein bisschen Büsche, wenn ich das hier aus dieser Optik so sehe. Ein paar Büsche und so wären hier nicht schlecht, glaube ich. Hier ist nochmal Underwater Viewing für die Flusspferde. Auch hier könntest du wieder natürlich ein bisschen unter Wasser auch gestalten. Zwergflusspferd und afrikanischer Elefant.
Afrikanischer Elefant hatten wir gesehen, ne? Okay. Ah, okay. Dann, hier schläft auch einer. Hat man gar nicht gesehen, hinterm Baum. Das heißt, ich könnte ihn hier sogar nochmal retten. Damit ich mich besser fühle. Wenn der Mitarbeiter das jetzt nicht macht, kann ich auch nichts dafür. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ich habe alles getan, was ich machen konnte. Ich habe Bescheid gesagt. Was habt ihr schon wieder? Boah, wie wütend die gucken. Hey, komm ran, Muschi. Er ist richtig böse. Ach, schön. Ach, schön. So, ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen, Leute. Jetzt gucken wir mal von oben. Also, es war der Platz hier. Flamingo-Gehege, Zwergflusspferd. Elephants. Die Elefanten haben ein sehr großes Gehege. Finde ich cool. Aber ich glaube, du hättest dich echt mal auch in den Gehegen mit ein bisschen mehr Höhenunterschieden noch austoben können. Das wäre, glaube ich, cool gewesen, wenn zum Beispiel die Elefanten hier oben laufen würden. Und dann geht es hier so ein bisschen runter und dann wäre hier unten nochmal eine andere Ebene. Ich glaube, das würde das Ganze noch etwas spannender gestalten. Aber trotzdem sehr schön. Du hast auch wirklich eine tolle Felsarbeit und in Kombination mit den Pflanzen hier gemacht. Das hast du eigentlich überall gemacht. Also es war alles sehr sauber gearbeitet. Sehr, sehr schön. Dann die Häuser fand ich auch sehr schön. Hier dieses Giraffenhaus war cool. Das Flusspferdhaus war sehr cool. Diese Brücke finde ich, oder diese, das gesamte Konstrukt hier finde ich mega cool. Gerade das mit den Säulen hier ist für mich ein Highlight. Richtig cool. Tolle Idee. Sieht auch mega cool aus von hier oben. Definitiv. Also das hier ist wirklich ein Highlight, wenn man sich das so anguckt. Cool. Cool, cool, cool. Du hast noch sehr viel geplant. Hier hinten noch alles. Wobei, es geht sogar noch. Wenn du hier wirklich nur noch bis hier baust. Ich glaube, du hast ja auch hier was geplant, ne? Ich glaube, viel größer als so würde ich nicht mehr bauen. Wenn ich ehrlich bin. Weil irgendwann fängt es halt an zu laggen, das Spiel. Und dann kannst du es nicht mehr spielen. Und dann ist dein Zug kaputt. Wäre ja schade. Ich glaube, hier hinten haben wir auch alles gesehen soweit. Ja, hier war das weiße Nashorn. Das mit den Mods tut mir leid, dass ich den noch installiert hatte. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Oh, das ist auch cool hier. Das habe ich gar nicht gesehen. So ein kleiner Vorsprung ist. Ich glaube, hier hätte ich sogar nochmal so schräge Säulen gemacht. So welche Holzbalken oder so. Das hätte, glaube ich, ganz cool ausgesehen. So zum Abstützen nochmal. Das hier waren die Geparden. Okay, schauen wir nochmal kurz bei Nacht drüber. So. Oh, du hast auf jeden Fall sehr viel ausgeleuchtet. Cool. Oh, das ist aber schön hier. Schön alles beleuchtet. Hier die Schrift, die Häuser auch sehr süß beleuchtet. Und überall Laternen und so hast du gemacht. Also den Zoo kann man definitiv gut bei Nacht besichtigen. Auch wenn diese Laternen natürlich nicht so viel Licht geben bei so breiten Wegen. Ich glaube, da braucht man schon größere Scheinwerfer für so breite Wege. Ja, hast du aber wirklich toll gemacht. Du hast hier überall Laternen und so platziert. Ja, hier ist, glaube ich, alles ausgeleuchtet. Der gesamte Zoo. Ah, hat echt Spaß gemacht, Sabrina. Vielen Dank fürs Einsenden. Oder Cookie. Ich weiß gar nicht, wie ich dich nennen soll, was dir lieber ist. Toller, toller Zoo. War wieder richtig schön, direkt nach dem Aufstehen ein Zoo von euch zu besichtigen. Ah, wie fandet ihr den Zoo von Cookie? Schreibt es mal in die Kommentare. Und falls ihr auch einen Zoo habt, den ihr mal einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bleibt gesund, macht's gut, haut rein. Euer Dandy.